Kundinnen und Kunden kaufen heute anders. Wir wissen, dass gerade im Rahmen von Internet- und Mobile-Möglichkeiten die Kundinnen und Kunden zahlreiche Alternativen haben, um Produkte und Dienstleistungen zu kaufen. Und gerade hier müssen wir verstehen, dass wir nur mit einer langfristigen Strategie und mit der Möglichkeit von einem digitalen Geschäftsmodell an unsere Kundinnen und Kunden kommen können, um diese auch an uns binden zu können. Kundinnen und Kunden kaufen heute allerdings anders. Sie kaufen heute ein, einerseits, weil sie Empfehlungen erhalten, das heißt, weil sie recherchieren über Online-Kanäle oder Social Media, oder weil Personen sie weiterempfehlen. Und das heißt, in dem Moment muss ich auch verstehen, dass natürlich ich verschiedene Komponenten habe, wie beispielsweise Google, das mir ermöglicht, über die zahlreichen Suchanfragen, die es da gibt, entweder suchmaschinenoptimierungsmäßig oder auch über Werbung Leute abzuholen oder über Social Media, weil die Leute einfach viel Zeit drauf verbringen. Wenn ich also verstehe, dass die Leute auf Social Media sind und gleichzeitig auf Google suchen, kann ich natürlich diese zwei Komponenten, diese zwei Kanäle, diese zwei Instrumente nutzen, einspielen, um die Leute zu erreichen. Wichtig hier ist allerdings zu verstehen, dass in dem Moment die Leute nach Problemen suchen und sich dann oft wiederum auf ihr persönliches Netzwerk verlassen. Die Dunbar-Nummer, die ich hier anzeige, zeigt grundsätzlich an die Anzahl Kontakte, die ein Mensch hat, innerhalb von einem Jahr soziale Interaktion zu pflegen, also 150 Kontakte in dem Moment, wobei diese 150 Kontakte setzen sich zusammen aus 5 engen Freunden. Ja, das wurde ja damals schon von Dale Carnegie gesagt, du bist die Summe von 5 Personen, die dich meistens umgeben. 15 Leute im werten Familienkreis, 50 Personen dann insgesamt, bis man so ein bisschen im Rahmen von Arbeitsumfeld und vielleicht auch Verein und so weiter unterwegs ist. Das heißt, 5 plus 15, dementsprechend 20, noch 30 Leute, bis ich die 50 habe, bis zum Clan und weitere 100 Leute, die ich vielleicht noch so ein bisschen acquaintance-mäßig so ein bisschen kenne. Und während ich den ganz engen Kreis vertraue und den anderen vielleicht noch ein bisschen verteidige und anfange dann den Leuten anfangs noch ein bisschen Unterstützung zu geben oder einfach zu kennen, muss ich auch verstehen, dass die Leute im Schnitt irgendwo zwischen 150 und 160 Personen kontaktieren, frequentiert übers Jahr und dort erhalten sie Empfehlungen. Und diese Empfehlungen sind wichtig, weil Empfehlungen helfen mir grundsätzlich zu verstehen, wie komme ich an diese Kundinnen und Kunden ran. Und nur wenn ich das Ganze im Rahmen von einem Geschäftsmodell irgendwo automatisieren kann, habe ich langfristig Erfolg, weil wenn ich das nicht schaffe, wenn ich es nicht schaffe, aus diesem, sage jetzt mal, Hamsterrad rauszukommen, habe ich langfristig ein Problem. Aber das ist eine andere Geschichte.